Falls ihr Interesse an einem vollwertigen PC habt, der dabei noch kleiner als die Xbox One bzw. sogar noch kleiner als die Xbox 360 ist, seid ihr in diesem Video genau richtig. Und egal, ob ihr diesen kleinen Rechner als Media Center, als Steambox zum Zocken oder als richtigen PC nutzen wollt, er wird alle Aufgaben hervorragend erfüllen. Deswegen haben wir hier mal schnell aufgelistet, welche Komponenten verbaut sind. Ein AMD A8 7600 Prozessor, ein passendes Mini-ITX Mainboard von MSI, schneller Arbeitsspeicher, das Gehäuse ist ein Antec ISK 110 inklusive Netzteil und als CPU-Lüfter haben wir uns den Noctua NHL9A ausgesucht, der von der Größe hervorragend reinpasst. Die Festplatte ist fast egal, Hauptsache 500 GB plus und 7200 Umdrehungen. Als Prozessor haben wir uns eine APU, eine Accelerated Processing Unit von AMD ausgesucht, die den Grafikchip bereits im Prozessor integriert hat. So sparen wir uns die Grafikkarte. Das ist eine Technik, die auch bei der aktuellen PlayStation 4 bzw. Xbox One zum Tragen kommt. Mit dedizierter Grafikkarte wären wir natürlich deutlich leistungsfähiger unterwegs, allerdings auch teurer und wir müssten ein größeres Gehäuse wählen. Das ausgesuchte Mainboard bietet WLAN on Board, USB 3.0 Unterstützung und hat einige umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten im BIOS, die wir noch brauchen werden. Das Gehäuse, das Antec ISK 110, begeistert uns besonders. Es kommt mit einem Standfuß, falls ihr es aufrecht hinstellen wollt, aber auch mit einem VESA-Mount, falls ihr es hinten an eurem Monitor bzw. Fernseher montieren möchtet. Zur Belüftung hat das Case auf beiden Seiten Meshgitter, die ganz einfach mit Thumbscrews abgenommen werden können. Wenn ihr alles zusammen habt, könnt ihr euren Rechner jetzt zusammenbauen. Denkt aber dran, vorher eine Heizung anzufassen, um elektrostatische Ladung loszuwerden, damit ihr eure Hardware nicht beschädigt. Bei der Wahl des Betriebssystems könnte man zu Windows 7 oder Windows 8 greifen und dann kostenlos auf Windows 10 upgraden. Oder ihr greift zum kostenlosen SteamOS, worauf ihr mittlerweile einige Spiele zocken könnt. Natürlich sind noch nicht alle Titel auf SteamOS optimiert, aber die Bibliothek wächst beständig. Auch die der Spiele, die mit einem Controller zu spielen sind, wozu man keine Maus oder Tastatur mehr braucht. Einige Spiele haben wir auch selbst getestet, wie sie auf der Steambox laufen. Hier zum Beispiel Awesome Nauts mit einem Metascore von 78%. Es ist im Prinzip eine Art comicartiges Side-Scrolling-MOBA, was von vielen Leuten gespielt wird. Ein Add-on gibt es mittlerweile auch. Oder Mark of the Ninja mit einem hervorragenden Metascore von 91%. Effektiv ein Jump'n'Run mit vielen Sneaky- und Schleicheinlagen. Aber nicht nur Indie-Spiele laufen auf unserer selbstgebauten Box. Wir haben auch andere Spiele getestet wie Borderlands 2, Brutal Legend oder Guild Wars 2, was dann nicht in vollen Details laufen konnte. Generell muss man sagen, dass SteamOS noch nicht die beste Performance bietet. Es lohnt sich hier noch mehr auf Windows 7 oder 8 oder 10 zu setzen, darauf Steam zu installieren, dann habt ihr im Durchschnitt mehr FPS. Im Steam Shop sind bereits vorgebaute Steam Boxen zu finden. Leider erscheinen uns diese leicht überteuert. Auch wird Steam Link bald verfügbar sein, mit dem ihr von eurem Hauptrechner auf die Linkbox Spiele streamen könnt. Diese Aufgaben kann unsere selbstgebaute Box genauso gut, wenn nicht besser, erfüllen. Unser Bild ist natürlich eher etwas für den Einsteiger mit dem Kleingeldbeutel oder Casual Gamer, der mal auf dem Sofa mit ein paar Freunden was zocken will. Aber die Box ist auch für Leute interessant, die ab und an einen Film auf dem Fernseher sehen wollen oder von ihrem Hauptrechner aus die großen AAA-Titel auf den Fernseher streamen wollen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Zusammenbau, zu den einzelnen Komponenten, schreibt es in die Kommentare, gebt uns ein Like und ein Abo. Wir antworten gerne auf eure Fragen, wenn wir gerade nicht betrunken sind.